Via Twitter hatten einige User angefragt, ob sie noch einmal einen Einblick haben könnten darin, wie ich meinen Unterricht mit OneNote strukturiere. Das nutze ich zum Anlass, das ganze Video oder das letzte Video, das mittlerweile 9 Jahre alt ist, noch einmal komplett zu überarbeiten und auf den neuesten Stand zu bringen. Darum hier jetzt einmal in den nächsten 10 Minuten etwa eine Einführung darin, wie ich OneNote bei mir im Unterricht nutze und auch einen Einblick darin, wie diese Kursnotizbücher funktionieren, weil mir das, bevor ich sie selbst eingesetzt habe, ein Rätsel war. Der Begriff ist mir immer wieder begegnet, aber wie genau das aussieht, das wusste ich nicht. Darum auch hier einen kurzen Einblick, wie das so im Unterricht aussieht. Also, das ist OneNote. OneNote nutze ich in der App und nicht in der Desktop-Variante. Die Desktop-Variante hat den Vorteil, dass sie offline Sicherungskopien erstellen kann und komplett ohne Internet funktioniert. Das vermisse ich tatsächlich ein bisschen. Aber die App bietet mir an anderen Stellen viel, viel mehr Vorteile, beispielsweise eine viel bessere Unterstützung der Stifte. Wenn man da schraffiert und ein bisschen zeichnet und sich ein bisschen mehr Mühe gibt, dann ist die App deutlich besser als das, was die Desktop-Variante bieten kann. Aber das ist jedem selbst überlassen. Wichtig ist, hier an der Stelle sieht man jetzt alle meine aktuell offenen Notizbücher. Die sind aus zwei verschiedenen Konten. Das eine ist mein privates Konto. Hier, wenn es zum Beispiel um das Blog geht oder irgendwie Sketchnote-Zeichnungen, die ich mache, aber auch meine Bibliothek oder hier mein konkreter Unterricht. Das ist mein privates Office 365-Konto. Während diese Kursnotizbücher 2019 5D Mathematik, 20 6D Mathematik oder Kollegium und Schulleitung, das sind Notizbücher, die liegen auf meinem beruflichen Account. Office 365 oder OneNote, die App macht da keinen Unterschied. Es interessiert die gar nicht, wo das herkommt. Ich könnte jetzt hier unten neue Notizbücher hinzufügen. Dann würde gefragt, in welchem Konto ich es speichern möchte. Oder ich könnte hier weitere Notizbücher öffnen. Auch dann würde gefragt oder würde mir einfach alles angezeigt, völlig egal, von welchem Konto das kommt. Das ist wichtig im Hinterkopf zu haben. Also, wie sieht meine Struktur aus, mit der ich versuche, möglichst effektiv zu arbeiten? Und das hat sich in den letzten 10 Jahren eigentlich ganz gut bewährt. Hier oben Schule Arbeitslehre, Schule Mathematik, Schule Physik, das sind die Fächer, die ich aktuell unterrichte. Hier steckt mein gesamter Unterricht drin. Also ich könnte jetzt, bin weniger Klicks, das zeige ich gleich, zu jeder beliebigen Stunde kommen, die ich in jedem Jahrgang irgendwann mal gehalten habe. Und hier unten sind meine Ressourcen drin. Also Arbeitsblätter, die ich gesammelt habe, und eine Bibliothek zur Arbeitslehre, Mathematik, Physik und zur Verwaltung. Wir können mal exemplarisch in die Physik reingucken, um klarzumachen, was es ist. Hier liegt zum Beispiel jetzt meine Filmphysik drin, die einige von euch sicher vom Blog kennen. Und dann habe ich hier unter A der Rubrik Arbeitshefte beispielsweise so alte DDR-Hefte drin, die es nicht mehr zu kaufen gibt. Ich weiß gar nicht, ob es den Verlag gibt, sicherlich auch nicht mehr. Also Sachen, die irgendwo verloren gegangen sind, sodass ich, wann immer ich nach einem bestimmten Thema suche, das einfach hier in die Suche eingebe und dann wird mir sofort poppt mir sofort auf, was ich da an Ressourcen zur Verfügung habe. Das ist meine Bibliothek sozusagen, aus der ich Material schöpfe. Und hier oben ist dann mein konkreter Unterricht. Wir gucken uns jetzt einmal das Notizbuch Mathematik an. Das ist wie folgt strukturiert. Also, Klasse 5, 6, 7, 8, 9 bis 13 ist alles, was ich irgendwie im Leben mal unterrichtet habe oder was mir irgendwo mal begegnet ist oder ich mit Kollegen kooperativ unterrichtet habe. Weil ich vor 2 Jahren die Schule gewechselt habe, gibt es hier einen neuen Ordner, der nennt sich GAS. Das ist meine aktuelle Schule, da ist jetzt mein aktueller Unterricht drin. Und da ist die Struktur aber letztlich genau die gleiche. Klasse 5, 6, 7, 8, 9, 10, das, was aktuell so ansteht. Und innerhalb der einzelnen Klassen, die sind als Gruppe über Rechtsklick Abschnitt, kann man hier eine Abschnittsgruppe hinzufügen. Das ist diese Klasse 5, 6, 7. Hier drin finden sich die einzelnen Abschnitte. Das sind die einzelnen Einheiten zu dem, was so im Jahr gemacht wird. Also Daten, Strichrechnung, Geometrie, Größen, Bruchrechnung, Umfang und so weiter und so fort. Wenn man sich jetzt hier einmal in die sechste Einheit Umfang und Flächen reinklickt, dann sieht man hier folgende Struktur. Ganz oben die Lerntheke. Wer meinen Blog schon länger liest, weiß, dass ich ganz intensiv mit Lerntheken arbeite. Deswegen gibt es hier auch nach Stunde 1, meiner Einführungsstunde, auch nichts weiteres mehr. Das ist quasi die Lerntheke.
Die liegt hier nochmal als Datei extra drin, an der ich arbeite. Hier unten gibt es eine Sammlung von Regelhefteinträgen. Die sind immer verbunden mit einem Erklärvideo, das ich bei Microsoft Stream hochlade. Das hat den Vorteil, dass ich YouTube nicht benutzen muss mit seinem Tracking, wenn die Kinder sich sowas angucken. Und ich kann es komplett abschließen, denn die Lernvideos, die ich so erstelle, können in keinster Weise konkurrieren mit dem, was professionelle YouTube-Erklärer so leisten. Und dann brauche ich es auch nicht der Öffentlichkeit präsentieren. Also immer so ein bisschen nochmal die schriftliche Erklärung. Und wenn die Kinder das wollen, können sie sich das hier nochmal als Video angucken. Hier eine Sammlung von den Klassenarbeiten, die wir so geschrieben haben, und hier eine Sammlung von mehr oder weniger vielen Quizzes, die die Kinder so durchführen können. Die werden immer direkt hier eingeblendet, die können das in OneNote selber beantworten oder hier oben auf den Link klicken, Microsoft Forms, dann öffnet sich die Webseite. Die Quizzes sind bei mir immer so eingestellt, dass die im Anschluss, nachdem man das fertig durchgerechnet hat, sofort die Ergebnisse ausgeben. Also sofort sagen, hier Aufgabe 1 hast du richtig oder hast du falsch und Aufgabe 2 musst du nochmal drüber gucken, weil mir nicht so wichtig ist, dass das Ganze überprüft und mir irgendwie Punkte ausgibt und eine Note ausgibt, sondern ich möchte, dass die Kinder zu so einem Punkt kommen, dass sie sagen, ich will selber wissen, wie gut bin ich eigentlich vorbereitet. Also machen die diese Quizzes immer und immer wieder, um zu gucken, wo habe ich noch Schwächen. So sieht mein Unterricht im Grunde aus. Also strukturiert nach Klassen und anschließend nach Themen, findet sich in jeder einzelnen Klasse, kann man jetzt überall durchgucken, immer wieder das Gleiche. Und wenn wir in die Physik beispielsweise reingehen, haben wir auch hier genau das Gleiche. Klasse 5, 6, 7, 8, 9, 10 mit den einzelnen Einheiten, die da gemacht werden. So ist mein Unterricht. Wie ist jetzt der Sprung zu diesen Kursnotizbüchern? Dazu springen wir einmal in die Klasse 5D, die ich letztes Jahr unterrichtet habe. Das Kursnotizbuch sieht wie folgt aus. Hier oben haben wir einen Collaboration Space. Das ist ein Ort, da kann ich verschiedene Abschnitte erzeugen oder die sind im letzten Jahr erzeugt worden. Da können alle Kinder gleichzeitig drin rumschreiben. Ein Kooperationsort. Eins drunter haben wir die Inhaltsbibliothek. Da kann, wie in der richtigen Bibliothek, ich Inhalte reinstellen. Aber die Kinder haben keine Schreibrechte. Die können das nur lesen. Wie in der richtigen Bibliothek auch. Man darf sich die Sachen angucken, aber nicht dran rummalen. Bei mir sind das dann die verschiedenen Einträge. Das ist einmal das Regelheft, das, was wir vorhin auch schon hatten. Sortiert nach den verschiedenen Themen. 5.1 bis 6.1. Wir haben kurz vor den Sommerferien noch mit dem neuesten Thema so ein bisschen angefangen. Da sind dann Sachen drin wie Teilbarkeitsregeln oder bei den Flächen, Flächeninhalt berechnen. Also letztlich genau das Gleiche, was ich auch in meinem eigenen Unterricht oben in meinem persönlichen Notizbuch drin hatte. Hier haben wir die Lerntheken 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6. Alle Themen, die wir so gemacht haben. Inklusive einer Übersichtstabelle, die die Kinder haben können. Hier sind die Hilfskarten, die grünen Stationen, die gelben Stationen, die roten Stationen. Wenn ich jetzt etwas an die Kinder verteilen möchte, dann, und da kommt dann dieses Kursnotizbuch, wird ganz spannend. Dann kann ich hier oben auf den Reiter Kursnotizbuch klicken und diese Seite verteilen. Da klicke ich auf Seite verteilen. Und jetzt fragt er mich, wo möchtest du diese Übersichtstabelle denn hinverteilen? In diese verschiedenen Abschnitte haben die Kinder alle zur Verfügung. Und da kann ich mir jetzt aussuchen, wo möchte ich es reinkopieren. Wenn wir jetzt in die 6D gehen, also ein Jahr weiter, habe ich auch hier wieder Regelheft, Lerntheken und auch Quizzes. Das ist genau das Gleiche von letztem Jahr. Ich habe das auch alles übernommen, damit die Kinder, wenn sie jetzt ins neue Schuljahr starten, sich das von dem Jahr vorher nochmal angucken können. Soweit nicht spektakulär. Guckt man sich jetzt in die Hefte der Kinder, dann habe ich dann nur noch zwei Abschnitte. Einmal den Abschnitt Matheheft und einmal den Abschnitt Regelheft. Mehr brauchen die Kinder aus meiner Perspektive nicht. Ich kann jetzt, wenn ich das möchte, bei jedem einzelnen Kind immer in diese verschiedenen Abschnitte gucken, da reingucken, das korrigieren, gucken, was die gemacht haben und kann sogar, wenn ich das möchte, Seiten abschließen, dass die Kinder da nichts mehr verändern können und nur noch ich darin rummalen kann. Wenn wir zum Beispiel einen Test schreiben oder sowas, kann ich da, ist es ja hilfreich an der Stelle. Jo, das ist so ein Einblick darin, wie ich mit OneNote aktuell im Jahr 2020 arbeite.
Ich hoffe, dass euch das ein bisschen Aufschluss gegeben hat.